Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger.
Hast du noch mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Absolut neu. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Antworte mir. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war.
Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Mm-hmm.
Spuren. Verdammt, sie sind überall. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Er wird uns sehr gefallen. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten.
Augen offen. Geh in Position. Ziel wieder erfasst. Sowjetisches Schild.